Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, das Rednerpult hier ist noch gut desinfiziert. Wir sprechen heute erneut über Cum-Ex-Geschäfte, den größten Steuerraub der Geschichte. Dabei werden Aktien hin und her geschoben und Steuern erstattet, die nicht bezahlt wurden. Das war und das ist kriminell. Und so sagten uns gerade eben Experten in einer Anhörung, diese Geschäfte laufen weiter und es wäre die Aufgabe eines Finanzministers der Bundesrepublik Deutschland, dieses Treiben zu beenden. Der Finanzminister sagt, Cum-Ex sei eine Schweinerei, aber in seiner Zeit als Hamburger Bürgermeister öffnete er dem Warburg-Bankier Olearius mehrfach sein Amtszimmer. Er täuschte darüber wiederholt den Deutschen Bundestag. Gegen Herrn Olearius wird im Cum-Ex-Strafprozess ermittelt. Ihm drohen bis zu 10 Jahre Haft. Herr Scholz führte aus, dass Herr Olearius ein Mann sei, der sich über die Jahrzehnte große Anerkennung in Hamburg erworben habe. Er hat Hamburg jedoch um mindestens 160 Millionen Euro Steuergelder betrogen. Wie viele Straftaten muss ich eigentlich begehen, bis ich einen Termin bei Olaf Scholz bekomme und einen Blick auf meine Steuererklärung wirft, meine Damen und Herren? Hamburg ließ 2016 47 Millionen Euro krimineller Cum-Ex-Beute der Warburg Bank verjähren. 2017 schritt dann das Finanzministerium unter Wolfgang Schäuble ein und zwang Hamburg, eine erneute Verjährung von 43 Millionen Euro zu unterbinden. Herr Scholz traf sich am 10. November 2017 mit Herrn Olearius am Tag, als die Weisung des Finanzministeriums in Hamburg per Post eintraf. Der Hamburger Senat verschwieg dieses Treffen meiner Fraktion in der Hamburger Bürgerschaft. Aber Herr Olearius schrieb Tagebuch, sogar über die Teppichfarbe von Herrn Scholz. Und die Staatsanwaltschaft beschlagnahmte seine Tagebücher. So flog alles auf. Seit kurzem wissen wir, es gab weitere Treffen in 2016. Wir befragten Herrn Scholz im März im Finanzausschuss des Bundestages. Meine erste Frage war, Herr Scholz, haben Sie Herrn Olearius weitere Male getroffen? Er führte aus, es gebe da nichts, was nicht bereits in der Presse damals stand. Und das war ja eben nur ein Treffen in 2017. Deswegen hat Herr Scholz die Unwahrheit gesagt. So einfach ist die Welt. Warum hat Herr Scholz die weiteren Treffen nicht offengelegt? Warum schrieb Herr Olearius in sein Tagebuch, Herr Scholz habe gesagt, er erwarte sogar, dass sich Herr Olearius in dieser Angelegenheit an ihn wende? Und warum kassierte der frühere Kollege Johannes Kahrs, Mr. House of Kahrs, Parteispenden für die SPD von der Warburg Bank? Das ist schmutziges Cum-Ex-Geld. Warum zahlt die SPD Hamburg das Geld nicht zurück? Meine Fraktion ist der Auffassung, Parteispenden von Unternehmen gehören verboten. Wenn in Hamburg nur das Finanzamt und nicht die Politik entschied, warum nahm Herr Scholz mitten im Steuerverfahren ein Schreiben der Warburg Bank an das Finanzamt entgegen? Warum rief Herr Scholz Olearius sogar an und trug ihm auf, er solle dieses Schreiben ohne weiteren Kommentar an den damaligen Finanzsenator Tschentscher weiterreichen? Wenige Tage später entschied die Finanzverwaltung, die Cum-Ex-Millionen verjähren zu lassen. Warum sagte Herr Scholz nicht, ich bin nicht der Postbote, wenden Sie sich bitte an das Finanzamt? Und unanständig, lieber Kollege Schrodi, ist es Warburg, Parteispenden anzunehmen von einer Bank, die Hamburger Steuerzahler um 160 Millionen Euro erleichtert hat. Das ist unanständig, lieber Kollege. Der Chef der Steuergewerkschaft, also auch der Gewerkschaft der Finanzbeamten, sagt, ich zitiere mit Erlaubnis der Präsidentin, kluge Finanzminister und Regierungschefs mischen sich niemals in Fälle ein, die mit Steuerhinterziehung zu tun haben. Selbst ein Treffen übt indirekten Druck auf Ermittlungsbeamte aus. Am 8. November 2017 wies das Finanzministerium Hamburg an, ein einmaliger Vorgang, die erneute Verjährung von 43 Millionen Euro zu unterbinden. 2 Tage später das Treffen von Herrn Scholz mit Herrn Olearius. Am 16. November ein Krisentreffen zwischen Finanzministerium, den Ermittlern der Staatsanwaltschaft und der Finanzbehörde Hamburg. Am 1. Dezember wies das Finanzministerium Hamburg ein zweites Mal an. Auch dies wurde auf Anfrage von mir mehrfach bestritten, bis sich das Finanzministerium verplappert hat. Warum ist das relevant? Weil sich keine Finanzbeamtin über mehrere Wochen einer Weisung des Finanzministeriums widersetzt, zig Millionen Steuergeld für ihre Stadt nicht verjähren zu lassen
ohne politische Rückendeckung. Dies können Sie meiner Großmutter erzählen. Sie müssen selbst wissen, ob Sie mit diesem Rucksack den Wahlkampf bestreiten wollen. Sie müssen selbst wissen, wem Sie in diesem Land zu dienen haben, den Steuerzahlern, den Menschen, die jetzt in der Corona-Krise um ihre Existenz kämpfen, oder den Ganoven im Nadelstreifen. Wir wünschen uns andere politische Mehrheiten in diesem Land, aber wir werden sie in dieser Angelegenheit nicht schonen. Vielen Dank. Vielen Dank, Fabio De Masi. Nächster Redner für die Fraktion der CDU-CSU, Fritz Günzler.